Jam de de jam be yom ba sa za lo e kang ge lo de dim ni ten de ni tra nam da ga sa ra be chi ye de gun chi ye ze chi re ni je tu kra le pam se kon da si be zun ra ma re nen tam dung e che ze be ro zo e kon la pu je tar ze yin la chu chi yon den son Rudra chadho nyamo nyamon neje chadron rundhaje Mare mensre dungra nyuk chinye jenze radhe nam Dene pajen saju tarse yenden lujo jase tuyuku Chundra chudan chunyi jente dalu mensen jambe yungla Sedene cheche chenra vesreche Dalu temo mimpa rab sarane Kadan tenche yunglu toba ye Lodze pobe nuwa sardu solo Kambi tuje vesreche dawa damye nambon pa Tenche de nyungtun pa kong kodam tela daza Jamya shana durje chenre se Sae nyingbo dhiva nam prasre Namge nyingbo shamba kundu zon Nyewe se shenje la sha je Sheje kalla chenrap chenkura je Zepi dung dirje len lapu Yerwe tenpa kundne sam zepi Kaji rinpo che la sha je Tsirp gundu si je tanyi le Tamge samu shaga yung zon shen Chanchum yinpe lamke karma pa Mishe tepe che yu tsuke du Laso tene Ta a shanchup simge nyamni Ten lapa pe Ten ju Lalin sode mandi shuwa la Ta kazan sa che tangpo de nro simba che Sa che nyi pata la Gunzup shanchup sim tang Dendam chongju sem ni, den la papi nan ne, dendam chongju sem ji ne gapti. Kansi kunzup chongju sem ji ne gapti. Che? Tel? Dangpo ni tsar song ha. Sabche dangpo ni tsar song, yang me na. Mare, sabche tangpo tsar ne, nui ji sabche ni pe gap la. Laso. So, the teaching concerns, Die Belehrungen beziehen sich auf die Fortsetzung der Erklärungen, die Nyolchu Togme in seinen 37 Praktiken eines Bodhisattva dargelegt hat. Wie zu Beginn dieser Reihe von Belehrungen erklärt wurde, lässt sich der Text in drei Hauptteile unterteilen. Der erste der drei betraf den einleitenden Teil, den wir bereits besprochen haben. Wir gehen jetzt durch den zweiten der drei Hauptteile des Textes, der die verschiedenen Praktiken im Kontext des sogenannten Bodhigeistes betrifft, eine Geisteshaltung zu kultivieren, die den Fokus auf das Erreichen von Buddha, dem erleuchteten Zustand, legt, um allen fühlenden Wesen zu nutzen. Der Bodhigeist hat zwei Perspektiven, relativ und absolut. Die Lehren bis jetzt und die Lehren, die heute gegeben werden, beschäftigen sich mit der ersten der beiden Perspektiven. Der zweite der drei Hauptteile, die wir in Bezug auf die verschiedenen Teile durchgehen, ist der Teil des Textes, der das eigentliche Thema sehr detailliert darlegt. Das Thema ist der Bodhigeist und wie man in Bezug auf den Bodhigeist trainiert, wie man übt, wie man den Bodhigeist hervorbringt und ihn dann kultiviert, um auf dem Weg zur Erleuchtung voranzukommen. The teachings till now and the teachings that will be given today are concerned with the first of the two perspectives, and the second of the three major parts that we're going through in terms of the various parts of the text itself is the section or part of the text which sets forth the actual topic.
in great detail, the topic being that of the body-mind and how to train with respect to the body-mind, how to give rise to the body-mind and then cultivate it in order to make progress on the path to enlightenment. Now the Nun die beiden Praktiken erklärt. The two practices explained in the previous session. Bei den beiden in der vorangegangenen Sitzung erläuterten Praktiken geht es um das, was man als kontemplative Meditation bezeichnen kann, bei der einer der erklärten Schwerpunkte darin besteht, die eigene Geisteshaltung der regulären weltlichen Geisteshaltung zu ändern, die das eigene Wohlergehen als wichtiger ansieht als das Wohlergehen anderer, die eben als unausgewogene Geisteshaltung bezeichnet wird. Der Wandel, den man in Bezug auf seine Geisteshaltung oder Weltanschauung hier in Bezug auf alle fühlenden Wesen zu erreichen versucht, ist, dass man zunächst Methoden verwendet, durch die einem, dem Praktizierenden, klar wird, dass das Wohlergehen anderer ebenso wichtig ist, so dass egoistische Anliegen ausgerottet werden. Dies wird durch eine Reihe von Methoden erreicht. Einige von ihnen wurden in der vorherigen Sitzung unterrichtet. Of which it becomes clear to one, the practitioner, that the welfare of others is equally important, so that selfish concerns are eradicated. And that then develops by way of a number of methods. Some of them were described in or taught in the previous session, some of these methods. So it's a matter of cultivating loving kindness and compassion. Es geht also darum, liebende Güte und Mitgefühl für andere in dem Maße zu kultivieren, indem es eine Veränderung in der Geisteshaltung gegeben hat, wie man das eigene Wohlergehen in Bezug auf das Wohlergehen anderer betrachtet, so dass beide für einen gleichermaßen wichtig sind. Hier ist nicht die Betonung auf das eigene Wohlergehen, Glück, gute Umstände und dergleichen. Es wird dann in größerem Maße entwickelt, mit dem Ergebnis, dass man aufgrund einer größeren Veränderung in Bezug auf seine Geisteshaltung in dieser Hinsicht in der Lage sein wird, die eigenen guten Umstände gegen das Leiden anderer auszutauschen. Offensichtlich betrifft die Veränderung im Geist eine noch größere Veränderung. Der Praktizierende oder die Praktizierende erreicht eine Geisteshaltung, die das Wohlergehen anderer für wichtiger hält als sein eigenes Wohlergehen, bis zu dem Punkt, an dem der Praktizierende oder die Praktizierende dann in der Lage ist,
die eigenen guten Umstände für das Leiden anderer zu opfern. Concerns an even greater change, namely the practitioner achieves a mindset which sees the welfare of others as more important than his own welfare. Lasso. To the point where the practitioner is then able to sacrifice his own good circumstances for the suffering of others. As was explained in the previous session, here one wie in der vorherigen Sitzung erklärt wurde, kann man den Prozess des Atmens als Werkzeug oder als Hilfe nutzen bei der Entwicklung liebender Güte und Mitgefühl für andere, bis zu dem Maße, dass man sich so weit entwickelt, dass man bereit ist, die eigenen guten Umstände gegen das Leiden anderer auszutauschen. Dies ist ein Prozess, bei dem das Werkzeug oder die Hilfe des Atmungsprozesses sowie andere Methoden verwendet werden. Der Zweck der Verwendung dieser Methoden, die in diesem Zusammenhang gelehrt werden, ist, den Praktizierenden zu ermöglichen, sogenannte grenzenlose, liebevolle Güte zu erreichen. Diese bezieht sich auf die Art von liebender Güte für andere, wo es um das Wohlergehen anderer geht, in dem Maße, in dem der Praktizierende oder die Praktizierende in der Lage ist, die eigenen guten Umstände gegen das Leiden anderer auszutauschen. Es betrifft auch Mitgefühl. Der Zweck ist hier auch, sogenanntes grenzenloses Mitgefühl zu erreichen, zu entwickeln, Mitgefühl, das keine Grenzen kennt. Ein Hinweis darauf, dass Mitgefühl auf dieser Ebene keine Grenzen hat, da der Praktizierende jetzt das Wohlergehen anderer als wichtiger ansieht als sein eigenes. Or where the loving kindness for others is concerned with the welfare of others to the extent where the practitioner is able to exchange his own good circumstances for the suffering of others. And that concerns compassion as well. The purpose here is also to achieve so-called boundless compassion, compassion that knows no borders, a reference to the fact that compassion at this level knows no borders, has no limitations, in that the practitioner now sees the welfare of others as more important than his own. Tati che du perna nyam ya tu gam ba kap la khante ch go gyo de sana da yin nyam ba ta da yin ye wa la perna gam gyo wa ta da yin nyam ba ta ye wa gam sinking ke ko de khante ch rong go gyo de sana ten sin sum re de gam che ba che Ji chapter. Come down Ji, come Ji, the Dunchiki Nam Ranga Koko. Marendine thoughts a chair. Come down, said the condition. Tongote, Perna, Toning Gimikpa Chene, Tata Jiwa Dauchina, Toning Gimikpa, Yamba Dugina, Dewa Dunga Kari, and I am Dajin. Permissive and better, my girl, Chagi, Gina.
die kam die ben chebare ten teni tem bo chagu bare teni lalin tu tar tu be chagre de je tu gyore ta pena ta halam je tu byungre tem bo chi charo chena So, there was the mention of contemplative meditation here. Es gab hier die Erwähnung der kontemplativen Meditation, bei der es um das Ruhen in einem ausgewogenen Zustand geht. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Ausgewogenheit im Hinblick auf das Wohlergehen anderer im Zusammenhang mit den eigenen Umständen. So gibt es hier nicht die Unausgewogenheit des Individuums, das mehr für sich selbst und weniger für andere will. Das ist es, was ausgewogener Zustand in diesem Zusammenhang bedeutet. Sogenannte Meditation hat hier und unter Bezugnahme auf andere Perspektiven der Realität drei Stadien. Die erste der drei ist die Anfangs- oder Anfängerstufe, in der Praktizierende sich üben, um sozusagen sich an eine andere Geisteshaltung zu gewöhnen. Was immer ein Individuum im Allgemeinen tut, tut es in Bezug auf etwas. Es gibt bestimmte Ideen und Richtlinien, denen es folgt, je nach seinem Lebensstil, der Ausbildung, den Umständen. Hier versucht man nach den Richtlinien der Übungen zu handeln, die ein Bodhisattva ausführt, um liebende Güte und Mitgefühl für andere zu entwickeln, zum Nutzen anderer. Ein Anfänger, Praktizierender ist natürlich nicht an diesen Lebensstil gewöhnt oder an diese Art zu denken, weil es nicht wirklich mit den allgemeinen weltlichen Lebensstilen und Geisteshaltungen, die man in der Regel unterhält, übereinstimmt. Deshalb ist es eine Frage der Ausbildung, um sich an eine neue Geisteshaltung zu gewöhnen, eine neue Art, das Leben zu führen, wo der Schwerpunkt auf dem Wohlergehen aller fühlenden Wesen auf Basis von liebender Güte und des Mitgefühls für sie liegt. Wie gesagt, gibt es da viele Methoden. Eine von ihnen ist es, den Atmungsprozess zu nutzen, ein- und auszuatmen als eine Hilfe für die Entwicklung liebender Güte und Mitgefühls für andere, mit dem Ziel, später in der Lage zu sein, liebender Güte und Mitgefühl in dem Maße zu entwickeln, wo man in der Lage ist, das Leiden der anderen gegen die eigenen guten Umstände auszutauschen. Hier zu Beginn auf der Anfängerebene gibt es den ausgewogenen Zustand, wie vorher erwähnt, in dem egoistische Anliegen aufgegeben werden. Der kann auf der Grundlage der Tatsache erreicht werden, dass andere fühlende Wesen sich nicht von uns selbst unterscheiden, da sie, genau wie man selbst, Glück wollen und Leiden vermeiden wollen. Das ist ein gemeinsamer Nenner für alle Menschen und die Tatsache, dass sowohl Glück als auch Leiden von jedem erfahren werden. Es ist nicht der Fall, dass einige nur das eine oder das andere erleben, alle von uns erleben beides. Das macht uns gleich in Bezug auf das Erleben beider. Es gibt keine Unterschiede zwischen uns selbst und anderen in dieser Hinsicht. Natürlich, im Grad des Leidens oder des Glücks gibt es Variationen, aber hier im Grunde ist dies ein gemeinsamer Nenner für jeden Einzelnen ohne Ausnahme. Jetzt gewöhnt man sich oder man macht sich durch kontemplative Meditation vertraut damit, auf diese Weise zu denken, um die Dinge im Licht dessen zu sehen, dass wir alle insofern gleich sind, indem wir alle Glück anstreben und Leiden vermeiden wollen und alle alle von uns beides erleben. Wenn man die Dinge von einer sehr grundlegenden Ebene aus betrachtet, gibt es keinen Unterschied zwischen uns selbst und anderen. Man betrachtet diese Tatsache aus verschiedenen Perspektiven. Es gibt zu dieser Art von kontemplativer Meditation viele Details, durch die man sich am Beginn dieser Art des Denkens gewöhnt. Anstatt wie bisher seine gewohnte Geisteshaltung fortzusetzen, bei der der Schwerpunkt darauf liegt, dass das eigene Glück für sich selbst wichtiger ist als das Glück anderer. Bei dieser Art der kontemplativen Meditation kann man den Atmungsprozess als Werkzeug beim Kontemplieren nutzen. Man kontempliert dies bis zu dem Punkt, wo es zur Gewohnheit wird, auf diese neue Art und Weise zu denken.
dann hat man hier das Ziel durch diese Art des Übens, durch kontemplative Meditation erreicht. Es gibt eine Verschiebung in der eigenen Geisteshaltung. Man denkt auf diese neue Weise, die die Art und Weise des Denkens ist, die in Bezug auf den Lebensstil eines sogenannten Bodhisattva gelehrt wird. Jemand ist, der um das Wohl der anderen besorgt ist. Das ist die erste Ebene der Meditation. Eigentlich ist es die erste Ebene jeder Meditation, was auch immer das Thema ist. Und die zweite von drei ist, dass man diesen Geisteszustand kultiviert, bis zu dem Punkt, wo man so vertraut damit ist oder so gewöhnt daran ist, so zu denken, dass es die Art und Weise wird, wie man denkt. Man verlässt die bisherige Geisteshaltung, man reagiert eher mit liebender Güte und Mitgefühl gegenüber anderen als mit Wut, Eifersucht, was auch immer zuvor der Fall gewesen sein mag. Das ist die zweite Ebene jeder Art von sogenannter Meditation. Und die dritte Ebene ist, wo die neue Geisteshaltung, wo der neue Geisteszustand mühelos fortbesteht. Die Praktizierenden brauchen sich ja nicht mehr hinzusetzen und bestimmte Methoden anzuwenden, die Anfängermethoden, weil liebende Güte und Mitgefühl nun aufgrund des vorherigen Übens, des vorherigen Trainings, naturgemäß im eigenen Geist vorhanden sind. Hier hat man sich wirklich mit dieser neuen Geisteshaltung oder der neuen Weltanschauung, dem neuen Ausblick vertraut gemacht, wie auch immer man es bezeichnen will. Das wird dazu führen, dass wir in der Lage sind, die dritte der drei Ebenen jeder Art von Meditation zu erreichen, wo der Geisteszustand jetzt fest und stabil ist. Der Praktizierende oder die Praktizierende schwankt nicht mehr aufgrund von egoistischen Motiven und dergleichen. Auf dieser Ebene, wenn man das kultiviert, es gleichsam auf eine höhere Ebene bringt, wird der Praktizierende oder die Praktizierende am Ende in der Lage sein, die eigenen guten Umstände gegen das Leiden anderer auszutauschen. There are many details to this type of contemplative meditation, where one to begin with gets used to think in that way rather than continuing one's previous way of thinking, where the emphasis would have been on happiness for oneself is more important than the happiness of others, simply. So one does this type of contemplative meditation, and here one can use the breathing process as a tool while contemplating. Now, one contemplates this to the point where this becomes a habit to think in this new way, as it were. So one has achieved the goal here in terms of this kind of training by way of contemplative meditation. There is a shift in one's mindset. One thinks in this new way, which is the way of thought taught in terms of the lifestyle of a so-called bodhisattva, someone who is concerned with the welfare of others. And that's the first level of the meditation. In fact, it's the first level of any meditation, whatever the topic is. The second is that one cultivates that mindset then to the point where one is so familiar with or so used to thinking in this way that it becomes the way one thinks. One drops the previous way of thinking. One rather reacts with loving kindness and compassion towards others than anger, jealousy, whatever may have been the case previously.
And that's the second level of any type of so-called meditation. And then there is the third level where that where the new way of thinking, or where the new mindset continues effortlessly. The practitioner no longer needs to sit down and make use of certain methods, the beginner stage methods, because loving kindness and compassion are now to some extent naturally present within because of the previous training. So here one has become really familiar with this new way of thinking, or the new worldview, outlook, however one wants to phrase it. And then there is that will result in being able to achieve the third of the three levels of any type of meditation, where the mindset is now firm and stable. The practitioner isn't wavered any longer by selfish motives and the like. And at this level, when cultivating that, taking it to higher levels, as it were, in the end, the practitioner does become able to exchange his own good circumstances for the suffering of others. Perna, ta ngaranse lojong gamkache, ta lo mangbyoge ne ne chi lojong keja ten zon le gamkache. Tene yang kashe ge lojong shekhache, ganga chegi yore de lojong la tenpa ma thop du, chö dewa ching shing kham nan roji yin da, jikni di na sem ching tuan che jin se keja tibi yin na, Dewa jin rondo yung kisha jiri, mong che wa te tagarang yin giri samgato. Ti yin tu, penna ngaranzo chi xe degi yoran mato, chongchib samba ngu ne chi, chaye te kapu cha samgato. Now, in Buddhist centers, people do... In buddhistischen Zentren praktizieren die Menschen das sogenannte Geistestraining viel. Sie machen diese Art von Meditation und tun das seit vielen, vielen Jahren. Manche Menschen unterrichten sogar andere im Geistestraining. All diese Dinge sind in buddhistischen Zentren üblich. Die Meditation, das Langzeitpraktizierende andere unterrichten und so weiter. Wenn die Praktizierenden jedoch noch nicht die dritte der drei gerade kurz beschriebenen Stufen erreicht haben, ist es nicht wirklich die Art von Veränderung, die erreicht worden ist, die es braucht, um das eigene Glück oder die eigenen guten Umstände gegen das Leiden anderer eintauschen zu können. Das heißt, er oder sie ist noch kein völlig selbstloser Mensch. Das bedeutet nicht, dass die Anstrengungen vergeudet waren. Darum geht es hier nicht. Der Punkt ist nur, dass es vielleicht nicht so einfach ist, wie man denkt, liebende Güte und Mitgefühl so weit zu verkörpern, dass weder liebende Güte noch Mitgefühl irgendwelche Grenzen in Bezug auf das haben, was der Praktizierende oder die Praktizierende bereit ist, für jemand anderen zu tun. Nun, wenn man Praktizierende, Langzeitpraktizierende fragt, an entirely selfless person yet. That doesn't mean that the efforts have been wasted. That's not the point here. The point is just that it may not be that easy to embody loving kindness and compassion as one thinks, so that neither loving kindness nor compassion have any limitations in terms of what the practitioner is prepared to do for someone else. Now, if one asks practitioners, long-term practitioners,
There are practitioners who have taken this as their main Es gibt Praktizierende, die dies als ihre Hauptpraxis genommen haben, was prinzipiell eine gute Sache ist und die sehr oft anderen erzählen und Geistestraining vielleicht auch anderen lehren. Aber sehr oft, wenn man diese Praktizierenden, diesen Praktizierenden die Frage nach ihrer Wiedergeburt stellt, wo möchtest du wiedergeboren werden? Im Land Devachan, dem sogenannten reinen Land oder in dieser Welt? Die Antwort, die man normalerweise bekommt, ist die Wiedergeburt in diesem reinen Land. Und das ist ein Hinweis darauf, dass diese Person liebende Güte und Mitgefühl nicht bis zu dem Punkt kultiviert hat, wo sie automatisch sagen würde, oh, ich ziehe eine Wiedergeburt in einem unreinen Weltsystem vor, einer Welt wie unserer, um denen zu helfen, die hier im Leiden gefangen sind. Anstatt einer Wiedergeburt, bei der meine Umstände sehr unterschiedlich, sehr gut für mich sind. Dort sind jedoch keine Anstrengungen erforderlich, um das Leiden anderer zu lindern, da dieses sogenannte reine Land frei von solchen Umständen ist. Das weist also auf das Ausmaß egoistischer Motive hin, die noch da sind. In order to help those who are trapped in suffering here, rather than a rebirth where my circumstances are very different, of course, very good for me. However, their efforts to relieve the suffering of others aren't needed in that this so-called pure land is free of such circumstances. So it points to a measure of selfish motives still at hand. One should give careful thought to what mind training Man sollte sich genau überlegen, worum es beim Geistestraining geht. Diese Methoden mit dem Ziel, grenzenlose liebende Güte und grenzenloses Mitgefühl für andere zu entwickeln. Diese Anweisungen, Belehrungen, Schulungen, Meditationen sind sehr tiefgründig. Es geht nicht nur darum, sich etwas vorzustellen, um zu beginnen, setze dich in die Meditationshaltung und dann beim Ausatmen stelle dir vor oder visualisiere, dass man alle guten Umstände anderen gibt und dann beim Einatmen das Leiden anderer auf sich nimmt. One gives all one's good circumstances to others, and then when breathing in, taking upon oneself the suffering of others. Because that's just the very beginning of this path, the very beginning Denn das ist erst der Anfang dieses Wegs, der Anfang der ersten der drei Stufen dieses Wegs des sogenannten Geistestrainings in Bezug auf liebende Güte und Mitgefühl für andere. So auf einem Meditationskissen zu sitzen und diese Art von Visualisation zu machen, ist eine Methode, ja, aber das ist es in der Anfangsphase. Man muss sich also informieren und alle Stadien dieses Wegs studieren und nicht am Anfang beginnen und dann nicht weitergehen, weil man denkt, dass es nichts mehr zu tun gibt. Denn das ist überhaupt nicht der Fall. Apply oneself in studies of all stages of this path and not start at the beginning and then not go further thinking that there is nothing more to this path, because that's not at all the case. The two previous verses, 10 and 11, that we
Und die beiden vorherigen Verse 10 und 11, die wir in der vorangegangenen Sitzung durchgemacht haben, wie damals gesagt wurde, betreffen kontemplative Meditation. Es wurde während dieser vorherigen Sitzung auch erklärt, dass es die beiden Phasen gibt, die als Meditation und Postmeditation bekannt sind. Heute werden wir mit den Versen 11 und 12 weitermachen. Diese beschäftigen sich mit der Postmeditation. Wie man nach formellen Meditationssitzungen, was man nach formellen Meditationssitzungen tut. After formal meditation sessions. Ta ye tib shung chib sen pe che pa la hop chur den zo la do dong ding ju zo nan na song chur min ra wa mang bo yong ge yo. Ne pa na ka she ge par shin tu lo to man de lab go ya ra wo ten de yong ge yo re te. So in terms of post-meditation here, hier gibt es in Bezug auf die Postmeditation verschiedene Anweisungen, die von verschiedenen früheren Meistern gegeben wurden. Einige von ihnen lehren, dass auch ein Anfänger praktizierend, obwohl er noch am Anfang ist, beginnen kann, sich in den sechs Paramitas zu üben, den sechs Taten, die die Wege der Welt in Bezug auf Großzügigkeit, Ethik und so weiter transzendieren. Das ist ein Weg, der von vielen alten Meistern in ihren Schriften in Bezug auf die Erklärungen des Wegs eines Bodhisattva beschrieben wird. Nun geben andere wie Dogme Zangpo den Rat, dass Anfängerpraktizierende die Übung eher in der Postmeditation beginnen sollten, sich durch verschiedene Methoden darin zu üben, widrige Umstände in einen Vorteil auf dem Weg umzuwandeln. Die Wirkung von dem, was man lernt, ist, dass man in Bezug auf den Weg der Bodhisattvas eine Veränderung zum Besseren macht. So wird der ungünstige Umstand in einen Vorteil auf dem Weg umgewandelt. Their efforts to explain what the path of a Bodhisattva is. Now others, like Thomas Sampo, give the advice that beginner practitioners should rather start out in post-meditation to train in converting, as it were, by way of various methods, adverse circumstances into an advantage on the path. Something where one, or a situation which one learns from, and the effect of what one learns is that of making a change for the better in terms of the path of a bodhisattva. So the adverse circumstance converts, or is converted to, as it were, an advantage on the path. Hmm. That tilla, that number tilla, sholoka chu yungin do, don't you? And here, the author Thomas Sampo devotes Der Autor Dogme Zangpo widmet die nächsten 10 Verse der Erklärung, wie man das macht, wie man widrige Umstände in einen Vorteil umwandelt. Ein Vorteil, der als Vorteil bezeichnet wird, weil er für den Praktizierenden zu Fortschritten auf dem Weg zur Erleuchtung führt. Und der besondere Kontext hier ist der Weg eines Bodhisattva. And the particular context here is the path of a bodhisattva. Then the sholoka tongbo de kharre sena rangi nyepe hardu che bajsona dilam du chetsur. And the first of these 10 verses
Im ersten dieser 10 Verse erklärt Thokme Tsangpo, wie man einen widrigen Umstand wie den Verlust durch einen Diebstahl und dergleichen zu seinem Vorteil umwandelt in Bezug auf Fortschritte auf diesem Weg, dem Weg eines Bodhisattva. How one converts an adverse circumstance such as losing what one has obtained because of theft and the like to one's advantage in terms of making progress on this path, the path of a bodhisattva. Tōmi zangbō sōng tā kārī rēsā nā, sū tā ndēchīng wēng kī dāg nōr rū, tām chē chō kām chō tū shūng njūng nā yāng lū nōng sū. Njūng nā yāng lū nōng nōng chō, tū sīm gāwā nām tēlā ngō gā jāsē lā rī yīn sā shō lō gā tīgī tēngī yō. Here Tōmi zangbō says, und hier sagt Thokme Tsangpo, auch wenn jemand aus großer Gier all deinen Reichtum stiehlt oder andere zum Stehlen veranlasst, dem Dieb deinen Körper, deine Freuden und deine Verdienste in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu widmen, ist die Praxis eines Bodhisattva. Mi yin nan drasung wa de su ta sing ge dang se ge jing de ge mi ma yin nan yan dra mi ma yin ba xi yin nan ta den che rang ge nor ju nor long che a long che la kan ko go de go nor ma ko na ju nor North Gitter Rinpoche Rindawal Koguyo Mendo Ta Junor Longcho Segindwa Dela Sudan Dechen Ong Daag Noor Chikusungdwa Ore Ngarang La Yuewe Ngopo Kanda Kanyin Bata Noor Dadi Pena Noor Pa Chala Yingongi Marawaya Chala Yingongi Marawaya Sosugi Mingya Pola Sopa Ya Ya Kanyin Na Yang Tsangma Chok Na Yang Dra Koran rangi ngui su cho su na yan dra, mi yin ta ji tong ne cho ju na yan dra, te la rangi lu long ju gewe tsa wa cho ho, pa ngo wa xie pa de ya se chong ju sa ba cho ge la ling re song ha te. So, Thokme Tsangpo said, if someone, and someone, the word someone here. Das Wort jemand hier ist nicht nur ein Verweis auf Mitmenschen, es ist ein Verweis auf jede Art von fühlenden Wesen. Der Buddhismus gibt eine Reihe von Kategorien an. Es gibt die Welt der Menschen, die Welt der Nichtmenschen, die Welt der Götter und so weiter. Das Wort jemand ist also ein Verweis auf jedes fühlende Wesen. Wenn jemand all deinen Reichtum stiehlt, sagt er, mit dem Wort Wohlstand sollte man nicht nur materiellen Reichtum verstehen. Es gibt viele Arten von Reichtum. Du kannst eine Person sein, die einen großen Reichtum in Bezug auf Wissen, von sozialem Status, Reputation und so weiter und so fort, oder auch materiellen Reichtum hat. Wenn dir irgendeine Art von Reichtum von einer anderen Person gestohlen wird oder von einer Person oder von jemand, die von jemand anderem angewiesen wurde, dies zu tun, da gibt es keinen Unterschied. Man sollte sowohl dem Dieb als auch denen, die den Diebstahl sogar des eigenen Körpers veranlasst haben, allen Freuden und jede Art von Verdienst, die man in Bezug auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hat, widmen. Und so zu handeln, ist die Praxis eines Bodhisattva. Is stolen from you. By another individual or an individual who has been instructed by someone else to do this. There is no difference. One should equally dedicate to the thief or those concerned with the theft
one's own body even, all one's enjoyments and any kind of merit that one may be in the possession of, in terms of past, present and future. And to do so is the practice of a bodhisattva. So when finding oneself in an adverse circumstance, wenn man sich also in einem ungünstigen Umstand wie dem hier beschriebenen wiederfindet, ist das Wichtigste, mit dem man beginnt, wie man auf das, was geschehen ist, reagiert, die Reaktion von Wut zu verhindern. To prevent the reaction of anger. Of course, for a beginner practitioner, it might be difficult to. Natürlich wird es für einen Anfängerpraktizierenden schwierig sein, überhaupt keine Wut zu fühlen, wenn so etwas passiert. Sobald jedoch die Wut aufgetaucht ist, soll man versuchen, sofort darüber nachzudenken, dass aus der Sicht des Weges eines Bodhisattva diese Reaktion nicht konstruktiv ist. Es wird mir nicht helfen, Fortschritte zu machen. Es ist tatsächlich unangemessen. To the fact that from the viewpoint of the path of a bodhisattva, this reaction is not constructive. It's not going to help me make progress. It's in fact inappropriate. So it's explained here. Und das wird hier natürlich nur in Kürze erklärt. Es gibt mehr Details, wie man sich in dieser Situation verhalten soll, in einem Kommentar, der diese Verse erklärt. Es gibt auch die Schriften eines alten indischen buddhistischen Meisters, Shantideva, der für detaillierte und präzise Anweisungen über den Weg eines Bodhisattva sehr bekannt ist. Nun, sowohl in Bezug auf diesen und andere Kommentare zu diesem Text und, wie Shantideva sagte, kann es für einen Anfängerpraktizierenden schwierig sein, zunächst nicht mit Wut zu reagieren. Jedoch, wenn dies geschieht, ist der Ratschlag, dass der Praktizierende die Tatsache berücksichtigen sollte, dass die Person, die den Diebstahl begangen hat, eine Person ist, die im Griff der leidbringenden, trübenden Geisteszustände ist, bis zu dem Punkt, an dem er keine Kontrolle darüber hat, wie er handelt. Er ist inspiriert von leidbringenden, trübenden Geisteszuständen bis zu dem Punkt, an dem er oder sie auslebt und in diesem Fall eben einen Diebstahl begeht. Man sollte also bedenken, dass er, da er sich im Griff dieses Geisteszustandes befindet, selbst nicht die Macht hat, sich in seinen Handlungen zu beschränken. Er ist nicht in der Lage, sich zurückzuhalten und nach einer ethischen Lebensweise zu handeln, nämlich den Diebstahl nicht zu begehen. Er ist im Griff seines Verlangens nach dem, was er stehlen will, bis zu dem Punkt, wo er nicht umhin kann, dem zu folgen, den Diebstahl zu begehen. So one should consider that since he's in the grip of that mindset, he doesn't himself have the power to be measured in his actions. He isn't able to hold back and act according to a more ethical way of life, namely choosing to not commit the theft. He's
in the grip of desire for what he wants to steal, to the point where he can't but do just that, commit the theft. Furthermore, this person Darüber hinaus hat diese Person dadurch eine sogenannte negative Tat begangen, die in Zukunft im Rahmen des sogenannten Gesetzes von des Karma Konsequenzen haben wird. Er selbst, darüber sollte man nachdenken, trifft wegen dieser Tat auf widrige Umstände und damit auf Leiden in der Zukunft. Und deshalb profitiert der Dieb überhaupt nicht davon, den Reichtum erworben zu haben, den er auf diese Weise erworben hat. Es wird gegen ihn arbeiten, es wird ihm in keiner Art oder Weise letztendlich nützen. So in fact, the thief is not at all benefited from having acquired whatever wealth he acquired in this way. It's going to work against him. It's not going to benefit him in any way or shape or form. In the end. In fact, this person is und tatsächlich ist diese Person bis zu einem gewissen Grad psychisch krank. Man sollte sie so sehen, wie man sein einziges Kind in einer Situation sehen würde, wo dieses Kind eine psychische Erkrankung hat. Man sollte darüber nachdenken, wie würde ich mich fühlen, wenn mein Kind eine psychische Erkrankung hätte? Wie würde ich mich meinem Kind gegenüber fühlen? Vermutlich hätte man Mitgefühl mit dem Kind und für das Kind. Und das ist genau die Art von Gefühlen, die man für die Person haben sollte, die den Diebstahl begangen hat, weil sie sich nicht von jemandem unterscheidet, der eine psychische Erkrankung hat, sei es das eigene Kind oder jemand anders. And that's exactly the kind of sentiments that one should have for the person who committed the theft. Because he's no different from someone who has a mental illness. Whether it's one's own child or someone else. Now, a person with a mental illness Eine Person mit einer psychischen Erkrankung hat eine Krankheit. Der Grund, warum man diese Art von Krankheit als eine psychische Krankheit bezeichnet, ist, dass es für die betreffende Person nicht möglich ist, seine Geisteshaltung zu ändern, sozusagen. Aus diesem Grund spricht man von einer Krankheit. It's not possible for that person to change his mindset, as it were. That's why one speaks of an illness. Dadi pena lügis nasalan chikbarava. Yeah, lüg nasal chikbarava. You see, it's much the same as a physical. Ihr seht, es ist ähnlich wie eine körperliche Krankheit. Wenn jemand von einer tödlichen Krankheit, sagen wir Krebs, betroffen ist, gibt es nicht viel, was die Person tun kann, um sich zu erholen, außer ihr Vertrauen in Medikamente und Behandlungen zu setzen, die ihr vielleicht helfen können. Man hat die Kontrolle verloren, in diesem Fall über die Gesundheit des eigenen Körpers. Eine psychische Krankheit ist das Gleiche. Hier gibt es nicht viel, was die Person tun kann. Die Person hat einfach die Kontrolle über die Gesundheit seines oder ihres Geisteszustandes verloren. Es ist genau das Gleiche. Aus diesem Grund werden eben beide Krankheiten genannt. Eine Krankheit ist etwas, wo das Individuum die Kontrolle verloren hat.
Es kann nichts oder er oder sie kann nichts anderes tun, als die Hoffnung in Behandlungen und Medikamente zu setzen, die vielleicht heilen werden. Aber die Person selbst hat keinerlei Möglichkeit, den Verlauf der Krankheit zu beeinflussen. Other than putting his or her hope in treatments and medications that will perhaps cure him. But the person himself doesn't have any possibility whatsoever to influence the course of the illness. So the person who commits the theft is someone. Und die Person, die den Diebstahl begeht, ist jemand, der die Kontrolle über seine psychische Gesundheit verloren hat, aufgrund des Verlangens nach dem, was er stiehlt. Die Person leidet an einer psychischen Störung. Es ist eine psychische Störung. He does suffer from a mental disorder. It is a mental disorder. So, in fact, if you give thought to this, also in der Tat, wenn ihr darüber nachdenkt, dann sind weltliche Individuen aus der Perspektive des Weges eines Bodhisattva alle von psychischen Störungen betroffen, in dem einen oder anderen Ausmaß. To one degree or another. All are mentally ill. It's just a matter of. Und alle sind psychisch krank. Es ist nur eine Frage des Grades der Krankheit. Hier gibt es natürlich Variationen. Einige sind in einem höheren Maße betroffen als andere. Es gibt jedoch kein einziges weltliches Individuum, das keine psychische Störung oder Krankheit hat. Alle haben sie. Any mental disorder or illness. So one should think of the thief in the light of what was explained. Man sollte also an den Dieb denken im Lichte dessen, was erklärt wurde, um zu verstehen, dass diese Person aufgrund einer psychischen Störung so handelt, wie sie es tut, und deshalb verdient sie mein Mitgefühl und nicht meine Wut. Als nächstes erklärt der Autor, dass in der Tat alle fühlenden Wesen im Lichte des Prinzips der Reinkarnation die eigene Mutter gewesen sind, Eltern gewesen sind und daher eine große Güte in einem oder sogar auf Innenleben gezeigt haben. Daher verdienen sie es, dass ich versuche, ihnen in ihren schwierigen Verhältnissen zu helfen. In diesem Fall der Umstand eines Geisteszustandes einer psychischen Störung aufgrund von leidbringenden, trübenden Geisteszuständen. Warum, sollte man sich fragen, sollte ich darauf mit Wut reagieren? Sollte ihnen gegenüber lieber mit liebender Güte reagieren? A mindset of mental disorder because of afflictive obscuring states. Why, one should ask oneself, should I react with anger? I should rather react with loving kindness towards them. Mm-hmm. Now, of course, this mindset, just described in brief, natürlich erfordert dieser gerade kurz beschriebene Geisteszustand ein umfassendes Wissen des Praktizierenden über das Prinzip der Reinkarnation. Was Reinkarnation bedeutet, wie sie funktioniert und so weiter und so fort.
Wenn es ein gutes Wissen über die Funktionsweise der Reinkarnation gibt, dann ist es möglich, dass der Praktizierende mit liebevoller Güte, liebender Güte und Mitgefühl anstatt mit Wut reagiert. Natürlich, wenn auf der anderen Seite der Praktizierende nicht über eine gute Kenntnis der Funktionsweise der Reinkarnation verfügt, werden Reaktionen von Wut und dergleichen passieren. Of the workings of reincarnation, reactions of anger and the like would happen. So, rather than a reaction of anger, Anstatt einer Reaktion von Wut, sollte man entsprechend dem Wege seines Bodhisattva liebende Güte und Mitgefühl für das Individuum kultivieren, das Probleme für einen geschaffen hat, was auch immer die Probleme sein mögen. Und die dritte Perspektive hier ist, One should remind oneself, as a practitioner of the path of the Bodhisattva, man sollte sich als Praktizierender des Wegs eines Bodhisattva daran erinnern, dass man diesen damit begonnen hat, sich in Gegenwart aller Buddhas und Bodhisattvas dazu verpflichten, sich auf dem Weg eines Bodhisattvas zu üben. Und dieses Training, das man, diese Übung, die man versprochen hat, beinhaltet, sich auf das Wohlergehen anderer zu konzentrieren, weil man Liebe und Mitgefühl für alle fühlenden Wesen kultiviert. Man hat sich also in der Vergangenheit dazu verpflichtet, man hat versprochen, mit liebender Güte und Mitgefühl gegenüber anderen zu reagieren, anstatt mit Wut, Eifersucht und welch leidbringenden, trübenden Geisteszustände auch immer da sind. Oder da sein mögen. Man hat versprochen, diese Geisteszustände aufzugeben und auszurotten, sie durch liebende Güte und Mitgefühl für andere zu ersetzen. One has pledged to give up and eradicate those states, replace them with loving kindness and compassion for others. And the training is about to train. Im Training geht es darum, liebende Güte und Mitgefühl bis zu dem Ausmaß zu üben, wo die automatische Reaktion auf eine schwierige Situation oder die eigene Reaktion vor Ort sozusagen eine von liebender Güte und Mitgefühl ist, nicht von Wut. That one's reaction is one of loving kindness and compassion, not anger. And here, loving kindness and compassion is explained in. Und hier wird liebende Güte und Mitgefühl im Kontext eines wahren Bodhisattva erklärt. Hier liegt der Fokus vor allem auf anderen, die Schaden zugefügt haben, die einem Probleme bereitet haben und darauf, wie wichtig es ist, hier nicht mit Wut zu reagieren, sondern vielmehr mit liebender Güte und Mitgefühl. Auf Anfängerniveau konzentriert man sich natürlich auf jemanden, der leidet, um sich in liebender Güte und Mitgefühl zu üben. Es ist nicht so schwierig, freundliche Gefühle gegenüber jemandem zu haben, der oder die sich in schwierigen Verhältnissen befindet, zumindest für die meisten Menschen. Aber hier sprechen wir nicht über dieses Anfängertraining von liebender Güte und Mitgefühl. Hier geht es darum, in der Folge des eigenen Trainings wirklich eine Änderung der eigenen Geisteshaltung zu bewirken.
so dass man mit liebender Güte und Mitgefühl auf den Einzelnen reagiert, der uns auf die eine oder andere Weise Probleme bereitet hat. Training in loving kindness and compassion. Here we're talking about really affecting, in consequence of one's training, a change in one's mindset, so that one reacts with loving kindness and compassion towards the individual who, in one way or another, have made problems for one. Na la so kai di je tala den sin ni patere den rang la ne pati se chona ne pateni lam du chertsu te. And in the next verse in der nächsten Strophe sind die beschriebenen Umstände, aus unserer Sicht, Umstände von großer Not und Schwierigkeiten. Der Punkt ist laut dem Autor hier wieder, dass auch unter solchen Schwierigkeiten oder widrigen Umständen die eigene Antwort liebende Güte und Mitgefühl sein sollte, um in der Lage zu sein, diese widrigen Umstände in einen Vorteil zu verwandeln, der auf dem Weg eines Bodhisattva zu Fortschritten führt. One's response should be one of loving kindness and compassion in order to be able to convert those adverse circumstances into an advantage that translates to progress on the path of a bodhisattva. Dala nyepa chungse me jintu gongda da gungo jyo se nayang nyi je wang ki te ye dhpa nam dala namba yase la li yin songare. And here the author says the following, even if someone... Und hier sagt der Autor, sogar wenn jemand deinen Kopf abschlägt, obwohl du schuldlos bist, die Negativitäten dieser Person auf sich nehmen, durch die Kraft des Mitgefühls, ist die Praxis eines Bodhisattva. So here the author says, hier sagt der Autor, es könnte eine Person geben, bei der ich nie daran gedacht habe, sie in irgendeiner Weise schlecht zu behandeln. In der Gegenwart und in der Zukunft. Und ich habe diese Person auch nie schlecht behandelt. Ich bin also unschuldig, habe dieser anderen Person nie Probleme gemacht. Trotzdem kann dich diese Person attackieren, kann dich sogar ermorden. Auch wenn du nie etwas falsch gemacht hast, diese andere Person nie schlecht behandelt hast, du in dieser Hinsicht also völlig unschuldig bist. Diese Situation sollte man wieder mit Mitgefühl reagieren, einem mitfühlenden Geisteszustand, bei dem man die Folgen dieser bösen Tat und anderer böser Taten auf sich nimmt, die diese Person begangen haben mag, und daran denkt, dieser Person alle eigenen guten Umstände und Verdienste zu geben. Auf diese Weise zu denken, ist die Praxis eines Bodhisattva. One should again respond with compassion. A compassionate mindset where one takes upon oneself the consequences of this evil deed and other evil deeds this person may have committed. And think of giving all one's own good circumstances and merits to that person.
To think in this manner is the practice of a bodhisattva. Tan dela pena sama tang tang da de 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 chen nang go ya de sung de pena ko nyom be yin won do sung ke leng in sa yun tu pena rang gi junor cho ba yin na serap tham je de ko ul ba cha gru ba rang la dung de la so ba che ba yin na serap mong bo lo ko ne chang chang na de gi cha gru ba nga ra chi daga na shin ge Tene gig na gonar king son to get the nankin son to the nankin son to treba nankin son to chat the droya. One tani chagre. Tagan nashinke, Nasse chona, conyavalas of an essen rogrova. Tinjag number member chill some of tanda, conjinjim which a can never chagre. So again, think of this person as in the grip of afflictive obscurities. Denke also wieder an diese Person, die sich im Griff von leidbringenden, trübenden Geisteszuständen einer psychischen Krankheit befindet und denke an ihre zukünftigen Umstände aufgrund dessen, was sie getan hat. Wenn es nun um die Frage des Diebstahls geht, wie es im vorherigen Vers beschrieben wird, so ist die Folge für diese Person, dass sie vielleicht in diesem Leben und in zukünftigen Leben unter Umständen der Armut wiedergeboren wird. Das ist die Wirkung des eigenen Handelns. Und wenn sie dich körperlich verletzt hat, dann hat das für sie zur Folge, dass sie vielleicht sogar schon in diesem Leben, aber auf alle Fälle in zukünftigen Leben, von verschiedenen körperlichen Krankheiten, Störungen und dergleichen betroffen sein wird, als Folge davon, dich verletzt zu haben. Und wenn sie dich ermordet, nun die Folge ist eine Wiedergeburt in einer sogenannten höllischen Existenz, wo die Umstände des Leidens schrecklich sind. Anstatt also mit Wut zu reagieren, sollte man die Konsequenzen für die Person, die so gehandelt hat, die zukünftigen Umstände dieser Person in Betracht ziehen, um nicht in die Falle der persönlichen Wut gegenüber dieser Person zu tappen, sondern vielmehr in das Entstehen einer Reaktion des Mitgefühls für sie. And if he murders you, well, the consequence there is rebirth in a so-called hellish existence where the circumstances of suffering are quite awful, as it were. So rather than reacting with anger, one should consider the consequences for the person who enacted what has occurred, the future circumstances for this person, in order to not fall into the trap of personal anger towards this person, but rather the arising of a reaction of compassion for him. Tagana Shinge, Ranget Dewa, and Gewa Lasoba, Kolapar, Tende Sambe, Shamba. And one should also foster loving kindness here, which. Und man sollte hier auch liebende Güte fördern, die sich in erster Linie darauf konzentriert, gute Umstände für andere und für die Person, die den Schaden zugefügt hat, zu wünschen. Man sollte ihr lieber Glück, gute Umstände und dergleichen wünschen. Happiness, good circumstances and the like. Tega nanshinge rangi ta ne pache se lun den rawa chil nye te yang ngara charam na me le chil ten de longa rwa. Ko ne pache kien te yang Man sollte auch in Betracht ziehen, die Situation im Lichte einer guten Kenntnis der Funktionsweise von Ursache und Wirkung zu akzeptieren. Warum passiert mir das überhaupt? Nun, einfach, weil ich in irgendeinem früheren Leben oder vielleicht in diesem Leben etwas Ähnliches in Bezug auf diese Person in einem früheren Leben gemacht habe. Es gibt also das sogenannte Gesetz des Karma. Der wirkt
Wirkung von Ursache und Wirkung, das hier eine Rolle spielt. In der gegenwärtigen Perspektive ist man also unschuldig, aber nicht aus der Perspektive der Taten, die in früheren Lebenszeiten gesetzt wurden. Es gibt Gründe dafür, warum mir das geschieht. Man muss diese Situation auch im Lichte der Funktionsweise von Ursache und Wirkung betrachten, um auf dem Weg eines Bodhisattva voranzukommen. But not from the perspective of deeds enacted in previous lifetimes. There is, or there are, causes for why this is happening to me. And one needs to consider that situation in the light of the workings of cause and effect as well. In order to make progress on the path of a bodhisattva. Pen ayar deva kan de pej sont. Arya deva. Ya. Na so. Mi jing jong bo sin ne. Mi ji me ma yin ke ju sim ne. Je dong jie de chu de gi yue na. Mi ba ke ba ji ge. Ned Patton Tab Chigremato, call a young name to draw a name and Chigmother's. Membatic. Koran Legacy didn't Koran and Pacheyena, Membatic. Mare, Michi Pena Sim the Truxona, Trux ne. Kitab shortuna, Mimbeku ned the passion of Chegramato, Kond Martin Duporis and Copal Zengmare Church. Ne Padilla. Oh, yeah. For example, a physician, someone of the medical. Zum Beispiel, der indische buddhistische Meister von früher, Aryadeva, hat ein Beispiel gegeben, um das Gesagte in einen Kontext zu stellen. Stellt euch einen Arzt vor, vielleicht spezialisiert auf psychische Störungen. Ein Patient kommt zu ihm, jemand, der im Griff einer psychischen Störung ist, vielleicht bis zu dem Punkt, an dem die betreffende Person gewalttätig ist. Er könnte sogar den Arzt wegen seiner psychischen Störung körperlich angreifen. Die psychische Störung könnte also sogar so ein Ausmaß annehmen. Wie würde der Arzt reagieren? Er würde nicht versuchen, den Patienten zu entfernen. Er würde nicht versuchen, sich an dem Patienten zu rächen, weil er ihn getroffen hat. Er würde versuchen, ihn zu beruhigen und zu sehen, was er tun könnte, um ihm zu helfen. Das ist die Art von Reaktion, die im Weg eines Bodhisattva gerne gesehen werden würde, wenn den praktizierenden Umstände wie dem beschriebenen passieren. Take revenge on the patient for having hit him. He would try to calm him down and see what he could do to help him. That's the kind of reaction the path of a bodhisattva would like to see when circumstances such as the ones that were described happen to the practitioner. So the physician doesn't view the patient as an enemy. Der Arzt sieht den Patienten also nicht als Feind, den er entfernen muss. Er sieht ihn als einen Patienten, jemandem, der seine Hilfe und Unterstützung braucht und versucht, ihm das zu geben. In ähnlicher Weise betrachtet Buddha Shakyamuni niemals Individuen im Griff von leidbringenden, trübenden Geisteszuständen als Feinde. Er betrachtete sie als Objekte des Mitgefühls. Individuen, die sein Mitgefühl und nicht Aggression verdienten. Objects of compassion, individuals deserving of his compassion rather than aggression. Translation.
tanda digi kengen lamdo chero. Mare nyepa tang kurte tang chengen tang desu rik tsang ma te. Re, da kanga kengen rava. Re re, chengen lamdo chetsu sholo ka chu yoro wa. Dina yoro wa. Ya, dina sholo ka chu song to wa. Lado. Di, tang jenshin je wa te, chun juk nang la, zepe lewu to, samten lewu chun nang to song yoro re. Ya. Tang nga zo, ti nang to song sha wa te, nga, chun juk chakka xie xu yu yin de wa. Europe shoulder. Tin the Pesha Gale Jama Javache. Then a rank you the tune road to touch. Tagana Singe transcription law deva maimpa. Rank simply get to law to Zieta Hajan Kacham Ray Samoto. Mato, then the Tagasa Kajarwa. They then a transcription young Dordurava. Dordurava. Shade young Nichago Gerava. Ya Nika Gale Tun. Simple on the chair at him. There's a tap sheet, tap of a patient. So, don't you mean you mean get rogue? Now, we've gone through today two of the ten verses. Wir haben heute zwei der zehn Verse durchgemacht, in denen der Autor Anweisungen gibt, wie man widrige Umstände auf dem Weg eines Bodhisattva in einen Vorteil verwandelt, um auf diesem Weg voranzukommen. Nun gibt es die Abhandlung, die im Sanskrit als Bodhicharya Avatara bekannt ist, ausführender Taten eines Bodhisattva, verfasst von Shantideva, wo viele, viele weitere Details angeführt werden, da dies eben eine längere Komposition ist. In Bezug auf das Thema hier, nämlich die Umwandlung widriger Umstände in einen Vorteil, wird diese Perspektive im Bodhicharya Avatara ausführlich in dem Kapitel über Geduld und in dem Kapitel über Samadhi oder stabile Meditationszustände erklärt. Kenpo Rinpoche sagt, wie viele von euch wissen, hat er das Bodhicharya Avatara ein paar Mal in Europa in verschiedenen buddhistischen Zentren gelehrt. Er empfiehlt, dass wir diese Abhandlung, das Bodhicharya Avatara sowie die 37 Praktiken eines Bodhisattva lesen. Diejenigen unter uns, die Transkripte haben, können diese lesen, aber es ist auch sehr wichtig, die eigentliche Abhandlung oder den Text zu lesen. Man muss bedenken, dass ein Transkript genau das ist, eine Abschrift von Erklärungen, die während einer Reihe von Vorträgen gegeben werden, je nach Dauer des Kurses. Und in westlichen buddhistischen Zentren haben die Menschen in den meisten Fällen nicht viel Zeit. Deshalb sind so viele der Kurse kurze Zusammenfassungen eines sehr umfangreichen Themas. Deshalb reicht ein Transkript nie aus, um sich ein umfassendes Wissen über ein Thema anzueignen. Bis zu dem Punkt, an dem der Praktizierende die Anweisungen tatsächlich umfassend und konstruktiv umsetzen kann. Und auch wenn wir entweder den Text selbst oder ein Transkript lesen, sollte es nicht nur darum gehen, ihn nur zu lesen und irgendwie nicht viel weiterzugehen. Man muss wiederholen, man muss nachdenken, man muss integrieren. Man muss sich die Erklärungen sorgfältig überlegen. Es bedarf also eines detaillierten, umfassenden, sorgfältigen Zugangs, um das gelernte Thema tatsächlich zu verstehen. Beziehungsweise auch also das gelehrte Thema. Und das umfasst dann beides, Studium des Textes im Detail und mit guter Anleitung, sowie vielleicht das Lesen von Transkripten aus Kursen, in denen das Thema gelehrt wurde. Allerdings ist das Transkript allein nie ausreichend. Man muss es tatsächlich studieren. Das Transkript ist einfach ein Studienwerkzeug. A lot of the courses are about summing up an extensive topic. That's why just a transcript is never enough in order to acquire a comprehensive knowledge of a topic, comprehensive to the point where the practitioner can actually practice the instructions in a comprehensive and constructive manner. And also, when you read either the text itself or a transcript, it shouldn't be about just reading it and sort of not go much further. One needs to repeat, one needs
to contemplate, one needs to integrate, one needs to give careful thought to the explanations. So a detailed, comprehensive, careful approach is needed in order to actually understand the topic taught, which includes then both studies of the text in great detail and with good guidance, as well as perhaps reading transcripts from courses where the topic has been taught. However, the transcript alone is never sufficient. One needs to do the actual studies. The transcript is simply a study tool. Lasso, that gachena. So num de ye, dom je zegwa ye, ton ne ye, be dranam pam je, je ga na je balap tru wa ye, sig be, so len ro wa